fucking bullshit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Sportal HD. Heute darf ich endlich mal die grosse Ehre haben, mit einem Skirennfahrer ins ASV auf die Piste zu gehen. Es ist Ski de Roulin und das heisst, ich bin unterwegs mit Head und Sport 2000. Er wird mit mir ein bisschen oben, ja, wird mir, glaub, erzählen, wie viele Erfolge er noch wird haben in der Zukunft und was er, glaub, für Snowboarder hält. Das wollte ich einfach wissen, das ist wichtig. Das ist aber nicht der Pirmin Zurbriggen. Hey, sorry, ich schleppe nur für den Pirmin Zurbriggen. Guten Morgen, Schil. Guten Morgen, Marco. Jesse! Oh, leck, wie früher du, hä? Schil Wolle, ich sage, wir gehen auf die Piste auf das ASV. Das heisst, ja, Skifahren kann ich schon. Ich hoffe, du hast Freude an dem Gefährt, das du mitgenommen hast. Also, ich habe jetzt schon Freude. Ich auch Freude. Ja, lässig die Farben sind super. Das ist 1987, hat man das auch schon mal gemacht. Das weiss ich nicht, ich war noch nicht unterwegs. Aber ich auch nicht. Ich bin erst 20. Also gehen wir auf den Berg. Ich weiss, du bist ausstudiert. Das ist ja so, ja. Ein Jahr noch. Das halbes. Das ist gut, da hast du etwas überlegt, das ist gut, hast du etwas im Hirn. Das. Ja. Das ist ja, nicht, wenn jemand. Ja, was ich gesehen habe. Ja, ich meine, man setzt, ja, normalerweise als Sportler setzt sich auf eine Karte und. Oder? Gibst alles. Und wenn das reisst, dann bist du eigentlich sozusagen, dann hängst du. Du hast einen Risikosporttag gemacht, ich mache einen, wir wissen beide, es kann schnell gehen. Und wenn es blöd gehen will, dann geht es oft blöd und dann ist alles... Ja, ich fahre auf Beton. Das ist ja so. Und dann noch mit 120. Drum. Das ist schon beeindruckend, das muss man sich einfach mal geben. Ich habe selber jetzt noch nichts von ihm gehört. Ich fand den Namen lustig. Ich habe ihn mal im Bündnerland bei meinen Jungs mal reingespült. Und dann hat es geheißen, ja, Gil, Gil. Gil heisst Arsch auf Romanisch. So muss ich sagen, er ist ein netter, cooler Typ. Ein Schnurri. Muss er ja als Moderator sein. Aber auf jeden Fall positiv. Mein erster Eindruck ist, Skirennfahrer. Wie alle. Parat, körperlich, voll parat. Er hat mir das ganze Material geschleppt, ich habe es cool gefunden. Wir haben sicher unterschiedliche Ansichten und es ist auch sicher interessant, um dann miteinander zu diskutieren und so ein bisschen finden, was sieht man gleich, was sieht man anders. Ja, Spaghetti. Spaghetti, aber ohne Carbonara. Was ist Teriyaki? Pilz, oder? Teriyaki ist einfach die Pfanne, wo du, also der Grill, den du drauf machst. Verdrehst du Burger? Ich bin Veggie. Hast du World of Warcraft mal gespielt? Nein, ich habe nur Pac-Man gespielt. Ja, ich bin auch bei mir der Simple. Ja. Ich würde sagen, man muss gar nicht Gegensätze suchen, man kann Gemeinsamkeiten suchen. Ja. Weil ich meine, schau mal, was wir hier haben. Die Bindung ist da. Die Berge, ja, die Bindung ist übrigens die Leidenschaft zum Schnee. Richtig. Das Gefühl auf dem Schnee, wie man kauft, wie man springt. Da fühlen wir alles, ja, Gleiche, nicht? Und das wir laufen einfach geil rum, cool. Das ist einfach der Unterschied. Ja, ihr meint es. Nein, nein, das sieht man schon. Herrlich! Das ist noch ein Bergfeeling, hä? So. Phil, bist du ready? Ich bin ready und du? Ja, ich glaube schon. Sag's noch ein bisschen, deine Ski sind schneller als mein Snowboard. Darum würde ich mal meinen, gehen wir mal. Gange ich einmal. Mal Testfahrt durch. Also tschüss. Yes, Elle. Ich komme natürlich ein, kein Problem. Was er natürlich nicht weiss ist, ich habe noch ein Snowboard mitgenommen, weil nur Skifahren alleine, das genügt mir nicht. Ich will einen sehen, wie er auch mal kann, Snowboarden. Und das tun wir nachher auch mal schnell testen. Schön. Links, rechts, links, rechts. Was ist los? Hast du das extra gemacht? Ja. Das habe ich früher immer so gesagt. Zack, raus und dann pass dabei. Jetzt ist langsam fertig. Ist gerade losgegangen. Ja, jetzt hat es gefunden, weißt du was?
Ich will jetzt einfach einmal auf dem Snowboard sehen. Snowboard? Ja, Ski habe ich jetzt gesehen. Ich finde so, du musst gar nichts können, du musst nur für mich, musst nur gerade ausfahren. Rein Skirennfahren auf dem Snowboard. Perf, gehen wir rauf. Wenn du das wieso sagst. Wieso hat der Spray nicht bis da oben gelangt? Ja, ich habe Mitleid mit dir. Mitleid mit mir? Das ist etwa der erste Mensch, den ich kennenlerne, der Mitleid mit mir hat. Es läuft! So. Weißt du, wie lange bin ich nicht im Snowboard gefahren? 14 Jahre. Es ist wie Velofahren. Ja. Und locker lassen. Ja, mach Schwüngli, easy. Yeah, man. Speed down. Yeah. Wir machen das Resümee zurück auf der Terrasse, so wie es sich gehört. Wenn man eigentlich im Prinzip gefahren ist, ruht man da noch ein bisschen aus. Heute windet es ein bisschen, ist ein bisschen unangenehm. Aber ich darf ich sagen, hast du noch gut geschlagen mit dem Snowboard? Danke für deine Tipps. Wenn jetzt die Leute da sagen, oh nein, finde ich so ein bisschen, wenn man 14 Jahre nicht fährt und dann nachher auf so einer Konstellation Eis, Sulz, Herd, muss ich wirklich sagen, hast du gut gemacht, wirklich. Würdest du nicht sagen, also was nehmen wir mit? Das Jahr? Weltcup-Rennen gewinnen. Ja. Aber ich habe einen guten Tag, was muss ich sagen. Ich habe es auch cool gefunden. Danke für den Tipp, für die vielen Tipps. Es war ein cooler Tag mit dir. Und ja, das nächste Mal kommst du mit auf den Ski. Ja, ich komme schon mal gut das ab. Wenn ich mal darf, mache ich schon mal einen Abfall. Okay, also. Das ist gut. Ich sage nicht, dass ich jedes Tor verwünsche, aber abkämpfe. So. Also ich würde sagen, ja, können wir es noch begüssen. Ja. Oder? Trinken wir eins. Also, ich sage danke vielmals Sport 2000 und Herd für die Realisierung und überhaupt mit ihm. Und ich sage tschüss zusammen von SASV. Macht's gut. Als Sportal, geht auch noch einen Gruß, super. Also, schönes Tag.